Halleluja. Also ich finde diese Story so ermutigend, weil einer allein mit dem Herrn, der bereit ist und sagt, ich stehe. Es ist mir vollkommen wurscht, ob das Terrain, auf dem ich stehe, ob das Feld, auf dem ich stehe, ob der Claim, auf dem ich stehe, ob der den anderen wertvoll ist oder nicht, oder ob das hier irgendein Wert für irgendjemand hat. Das ist mein Claim und ich werde den verteidigen. Und ich lasse nicht zu, dass der Satan den übernimmt. Ich lasse nicht zu, dass der Feind den übernimmt. Ich lasse nicht zu, dass irgendwer kommt und das übernimmt, wo Gott mich jetzt hingesetzt hat. Vielleicht betrifft das deinen Arbeitsplatz. Vielleicht betrifft das die Situation von deiner Familie oder irgendeine Verheißung, die der Herr dir gegeben hat. Du denkst, naja, schwierig, kann man ja, weiß man ja nicht, und man lässt es einfach dann sein. Hey, und der Feind lacht sich ins Fäustchen, weil das Terrain, was der Herr dir anvertraut hat, ist etwas, was du verteidigen solltest. Sehr wichtig. Okay, Kampf, warum es gut ist zu kämpfen. Warum es gut ist zu kämpfen. Also das ist natürlich heute ein kämpferisches Thema, ne? Und wir sind auch kämpferisch drauf, ihr merkt das schon. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Weißt du, ich habe gesehen, im Chat gibt es Leute, die sagen, ja, wir brauchen nicht zu kämpfen, weil der Herr hat ja den Sieg schon errungen. Wir brauchen uns nur auf den Sieg zu stellen und den zu proklamieren. Aha, das ist bereits ein Teil des Kampfes. Wenn du proklamierst gegen die Widrigkeiten, gegen das, was ansteht, dann ist das die Art, wie du kämpfst. Denn wir werden gleich sehen, wir kämpfen heute nicht mehr mit irgendwelchen Waffen, irgendwelchen Speeren, Spießen, Schwertern, irgendwas, sondern wir kämpfen in der geistlichen Dimension. Und da sind es die Wahrheiten des Wortes Gottes, die für uns die grandiosen und wichtigen Waffen sind. Okay, die Bibel beschreibt sagenhaft viele Kämpfe, kriegerische Situationen, Auseinandersetzungen und so weiter. Schlachten, ja, Krieg. Es ist ein ständiges Thema. Eins der meist erwähntesten Themen in der Heiligen Schrift. Es geht eigentlich ständig um Kampf und Krieg. Ja? Das lernt man schon in der Sonntagsschule. Ja? Die bekanntesten Storys sind natürlich David und Goliath oder Josua vor Jericho und die Mauern fallen ein und so weiter. Wenn du genauer guckst, stellst du fest, Kampf, Krieg, Schlachten kommen fast pausenlos in der Bibel vor. Ja? Sie werden richtig an einer Schnur erwähnt. So, und damit du mir das glaubst, habe ich dir mal hier diese Liste ausgedruckt. Das ist eine dreieinhalbseitige Liste. Guck mal ein bisschen näher. Dreieinhalbseitige Liste, ne? 12 Punkte ausgedruckt. So, das sind Kämpfe der Bibel. Kämpfe der Bibel. Ne? Kämpfe der Bibel. So, das ist kein kleines Randthema. Das ist etwas, was ständig vorkommt. So, die meisten von diesen Kämpfen, ja, werden in der Bibel erwähnt. Nicht alle. Es gibt auch welche, die kommen in der Bibel nicht vor, wie beispielsweise die Makkabäerkämpfe oder die Eroberung von Jerusalem im Jahr 70 und so weiter, die aber durchaus einen biblischen Bezug haben. Hier nach der Liste sind es knapp 100 Kämpfe, die in der Bibel erwähnt werden. Manchmal mit etlichen Bibelstellen, die sich auf eine gleiche Kampfsituation beziehen. Hey, das ist kein kleines Randthema. Es ist nicht so, dass wir sagen, die Bibel ist nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es geht kontinuierlich im Kampf und interessanterweise nicht nur im Alten Testament. Gut, also Kriege, Schlachten, Kämpfe sind ein Hauptthema der Bibel. So, und deshalb sagt die Bibel im Neuen Testament, beispielsweise Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das war der Kampf, der ihm verordnet war. Das war der Kampf, den er gewusst hat, dass er den kämpfen soll. Ja? Und er redet hier von einem Kampf, den er zu kämpfen hat. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja? Da heißt es, da ist Aktion gefordert, da ist Aktivität gefordert. Du kannst dich einfach hinsetzen und sagen, ja, irgendwie passiert es schon. Ne? So, und unter diesem Gesichtspunkt möchte ich mit dir heute darüber nachdenken, was es mit diesen Kämpfen auf sich hat. Wir werden sehen, im Alten Bund ist es im Natürlichen und im Neuen Bund bewegen wir uns in dem gleichen Ding auf der geistlichen Ebene.
kommt hinterher. Aber erstmal möchte ich etwas Wichtiges sagen, nämlich, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie die Bibel das Vokabular diesbezüglich hat, dann stellen wir fest, dass das eine sehr kriegerische Sprache ist. Wirklich. Ja, eigentlich eine sehr aggressive Sprache. Ne? Und es ist ständig von Waffen die Rede, von Schwertern, von Armee, von Invasionen, von Marschieren, immer wieder vom Feind und so weiter oder Feinden. Und die Bibel ist glasklar, es gibt einen Konflikt. Es gibt einen Konflikt zwischen dem Reich Gottes, dem Reich Jesu, dem Reich der Himmel, ja, dem Reich des Lichtes und eben dem Reich der Finsternis. Ja? Und dieses Reich der Finsternis wird in der Bibel oft das Reich der Welt genannt. So, das Reich der Welt ist also in der Bibel hier negativ belegt. Es geht jetzt eben nicht um die Welt, den Globus, sondern es geht um das System der Welt, die widergöttliche Macht dieser Welt, wo eben der Feind der Herrscher ist. Als Christen wissen wir, dass sich das Ganze, wenn wir hier so sprechen und wenn es um dieses Thema Kampf geht, ausschließlich, dreimal unterstrichen, ausschließlich auf der geistlichen Ebene bewegt. Es geht um einen geistlichen Kampf mit geistlichen Waffen in der geistlichen Dimension. Es geht nicht um einen Kampf mit irgendwelchen natürlichen Waffen gegen natürliche Leute. Das ist nicht unser Ding. Das finden wir im Alten Testament, aber nicht mehr heute. Wir bewegen uns in der geistlichen Dimension. Beispielsweise mit Gebet. Ne? So, und dort schlagen wir unsere Schlachten. Geistliche Waffen sind beispielsweise natürlich alle Arten von Gebet. Auch Danksagung, Lobpreis und so weiter. Ne? Fürbitte. Dann Fasten. Nicht alles Fasten, aber vieles, was es beim Fasten gibt. Lobpreis, Anbetung, Jauchzen, Jubeln sind geistliche Waffen. Ne? Das Abendmahl, das Einnehmen des Abendmahls, eine geistliche Waffe. Proklamieren biblischer Wahrheiten, prophetische Zeichenhandlung, Schofarblasen, Einsatz von Bannern und. Es gibt eine Fülle davon. Der Name Jesu ist eine geistliche Waffe. Ja? So, und damit agieren wir mit Waffen, dieser Art von Waffen, in der geistlichen Welt. Das Schwert, was wir haben, ist das Wort. Und wir setzen es genauso ein, wie man ein Schwert einsetzt. Aber im Geist. So, ich sage das deshalb, weil Christen das wissen, weil das aber, wenn das irgendwelche Leute, die mit Christentum nur so am Rande zu tun haben oder gar nicht wissen, für die kommt das komisch rüber. Weil wir ständig von solchem kriegerischen Vokabular sprechen. Ja? Es geht um den geistlichen Kampf. Es ist kein Kampf im Natürlichen gegen Menschen oder Menschengruppen, gegen Volksgruppen oder Nationalitäten, gegen Minderheiten oder Andersdenkende, gegen Mitglieder anderer Glaubensüberzeugungen oder Religionen, gegen staatliche Institutionen, gegen Organisationen oder sonst was. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das heißt nicht, dass wir das gutheißen, aber wir kämpfen nicht auf der Ebene, sondern wir kämpfen auf der geistlichen Ebene. Amen. Epheser 6, Vers 12. Wenn du deine Bibel hast, schlag das auf. Das ist die mega super wichtige Bibelstelle. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf, unser Kampf heißt, jeder hat diesen Kampf zu kämpfen, gilt für jeden. Es ist nicht für eine kleine Gruppe, nur die Pastoren oder nur die Evangelisten oder sonst was. Unser Kampf heißt jeder. Es richtet sich an alle Gläubigen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Okay, nicht, bitte unterstreichen. Ja? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist wichtig. Wir kämpfen nicht auf dem Level. Aber jetzt kommt's. Sondern kannst du auch unterstreichen. Sondern. Jetzt kommen vier Punkte. Erstens, gegen die Gewalten, die geistlichen Gewalten, gegen die Mächte, in der geistlichen Welt, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Weltbeherrscher. Das griechische Wort heißt Kosmokrator, was da steht. Gegen die Weltbeherrscher. Weltweite Systeme im Finstern, geistlich. Ne? Und dann viertens, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hey, das ist unser Kampf. Die Bibel sagt glasklar,
Das ist dein Kampf, den hast du zu kämpfen. So, wenn du jetzt sagst, nee, da möchte ich nichts mehr zu tun haben, dann hast du ein Problem. Weil wenn du nicht kämpfst, bist du schon besiegt. Wer nicht gegen den Feind kämpft, wird irgendwann mit ihm laufen. Das ist eine Wahrheit. Ne? Wir müssen kämpfen. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Ja? Wenn wir nicht widerstehen, wird er nicht fliehen. Ganz einfach. Und dann eine super wichtige Bibelstelle auch in 2. Korinther 10, Abvers 3, die da eigentlich direkt dazugehört. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Wir kämpfen, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Ist nicht das Level, auf dem wir uns bewegen. Da bewegen sich alle möglichen Leute im Natürlichen, aber nicht wir. Weil wir geistliche Menschen sind. Denn die Waffen unseres Kampfes, ich hatte vorhin ein paar erwähnt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Und guck mal, wie cool das hier verglichen wird. Nicht fleischlich, sondern mächtig. Nicht fleischlich, sondern mächtig. Mit den Waffen können wir wirklich was bewegen. Auf einem ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Dimension. Und dorthin sind wir gerufen, um zu kämpfen. Dorthin sind wir gerufen, um zu kämpfen. Und wie gesagt, wenn die Bibel da von Welt spricht, dann meint sie das böse System hinter dem Weltsystem. Das, was alles steuert, das, was alles in dem Feind zuspielt. Die Mächte der Bosheit, die dann irgendwelche Leute steuern, manipulieren, gebrauchen, um ihre Ziele durchzusetzen. Gegen diese Mächte, gegen diese Strukturen, gegen das, was dahinter steht, ja, gegen diese Protagonisten und Marionetten, die es da gibt, was dahinter steht, dagegen gehen wir an. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit mächtigen Waffen gegen das, was wirklich zählt. So ist das richtig zu verstehen. So, und da geht es nicht nur darum, irgendwie für, was weiß ich, Dinge des Alltags zu beten, sondern wirklich auch für nationale Dinge zu beten. Dinge, die nationale Tragweite haben. Dinge, die die Menschen in diesem Land betreffen. Dinge, die die Menschen gefangen halten, sodass sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dinge, die die Menschen davon abhalten, durchzubrechen zum ewigen Leben. Wir haben dagegen zu kämpfen. Wir müssen den Sieg, den Jesus errungen hat, umsetzen. Ich habe vor einiger Zeit einen Clip diesbezüglich aufgenommen, ganz kurz, nur wenige Minuten. Kannst du mal gucken, wenn dich dieses Thema interessiert. Im Endspiel dabei. Da geht es um ein Fußballspiel, was schon gewonnen ist, aber was trotzdem noch gespielt werden muss. Und wo trotzdem noch die beiden gegnerischen Mannschaften kämpfen. Und wie der besiegte Gegner, der weiß, dass er besiegt ist, der weiß, dass er keine Chance hat, trotzdem noch aggressiv ist und trotzdem noch gemein ist und wo die Spieler trotzdem noch auf dem Spielfeld sind. Guckst du mal an, das wird die Sache mit diesem Jesus hat den Sieg und wir haben trotzdem noch zu kämpfen, ein bisschen erklären. Gut, okay. Halleluja. Jetzt ein anderer Gedanke. Wir finden in der Bibel beispielsweise folgende traumhaft schöne Aussage. Steht und seht die Rettung des Herrn. Wow, das ist gut, eh? Man stellt sich hin und der Herr macht das bisschen. Der Herr macht den Kampf, der Herr macht die Schlacht, der Herr macht's. Super, eh? Das finden wir beispielsweise, es gibt ein paar Stellen davon, wo es so in der Richtung geht, finden wir beispielsweise in 2. Chronik 20. Übrigens eine super coole Story. Wirklich cool. Richtig, richtig genial. Das ist die Story mit Josaphat. König Josaphat von Juda hatte gegen die Ammoniter und noch ein paar andere Völker, die sich da verbunden hatten, zu kämpfen. Die kamen ins Land und waren wirklich bedrohlich, gefährlich. Es sah echt schlecht aus. Dann hat er das Volk zusammengerufen, hat gebetet. Es gab einen prophetischen Impuls von irgendjemand, irgendwie aus dem Volk. Auch interessant. Und man hat darauf gehört und dann ist man mit diesem prophetischen Impuls losgezogen, dem Feind entgegen. Und das war die Story, wo man mit Lobpreis vorne weggegangen ist. Der Lobpreis ist dem Heer der Armee vorweggegangen. Ne? Und da in der Stelle, da kommt diese biblische Aussage vor. Ich habe es hier mal in einer anderen Übersetzung. Da heißt es, 2. Chronik 20, Abvers 16,
Das war, wie gesagt, das prophetische Wort. Morgen zieht gegen sie hinab. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung Jahwes, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird mit euch sein. Hey, das ist so eine grandiose Story. So cool. Das bedrängte Volk schaut auf den Herrn, der Herr gibt Prophetie, man weiß, wie man losgeht. Und es wurde ein gigantischer, gigantischer, gigantischer Sieg, weil das Heer des Feindes hat sich gegenseitig umgebracht. Es wurde ein gigantischer Sieg. Eine super coole Story. So, und da kommt das vor. Hey, Volk Gottes, steht und seht, wie der Herr für euch kämpft. Nun, das ist so, wie wir uns das gerne vorstellen. Ne? So hätten wir das ja gerne. Wir stehen oder noch besser, wir setzen uns und der Herr kämpft für uns. Und weißt du was? Sowas gibt's. Aber es gibt auch ganz andere Situationen. Sowas gibt es. Aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht das Muster. Es ist nicht immer so. Ne? Und hier muss man auch berücksichtigen, die sind alle losgezogen in kompletter Kampfmontur. Die Soldaten waren gerüstet. Die haben sich alle aufgemacht. Die haben ja nicht nur irgendwo rumgestanden, sondern die sind runtergezogen. Die waren aktiv. Die sind Kilometer für Kilometer für Kilometer dem Feind entgegengegangen. Und das Lobpreisteam vorne weg. Und es war Action. Man hat sich nicht aufs Sofa gesetzt. Ja? Und sie waren extrem gehorsam dem Wort, was Gott gegeben hatte. Also steht und seht, was der Herr für euch kämpft, hatte durchaus Aktion hier gefordert. Ne? Aber wie gesagt, solche Art von Hilfe gibt es. Nun, aber wenn wir uns die Kämpfe der Bibel anschauen, dann werden wir feststellen, das ist, wie gesagt, nicht die Regel. Denn es gibt eigentlich gar kein Muster. Es gibt kein Patentrezept, es gibt nicht so eine Vorgabe, wie man das immer machen sollte. Nach dem Motto, aha, da kommt der Feind, Moment mal, das war ja das, machen wir so, 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 Lobpreis vorweg, alles super. Weißt du was? Funktioniert nicht. Beziehungsweise funktioniert nur dann, wenn der Herr diese Strategie dir gegeben hat, für die Schlacht, in der du stehst. Du musst hören, was er dir sagt. Es gibt komplett andere Situationen, wo der Herr komplett anders gehandelt hat. Nur mal ein paar Fälle. Ich will es nur mal so anreißen. Der erste Krieg, der in der Bibel genannt wird, ist die Geschichte, wo Abraham gegen die Könige von vier Städten kämpft. Ja? Da waren vier Könige gekommen, die hatten da Elend gemacht. Soweit ich mich erinnere, haben die dann Lot und seine Leute weggeführt. So, und Abraham ist mit 318 in seinem Lager geborenen Sklaven, denen hinterhergezogen. Die haben nachts angegriffen und den Feind komplett besiegt. Auf dem Rückweg war das dann diese Sache mit dem Hohenpriester Melchisedek. Ne? So, was kann man daraus lernen? Du musst mit deinem eigenen Hausstand losziehen in die Schlacht vielleicht oder sowas. Ja? Auf jeden Fall, da wurde gekämpft. Dann eine super wichtige Bibelstelle für uns von Gottes Haus ist die Sache, Volk Israel zieht aus Ägypten aus und kaum sind sie draußen, gibt es eine Schlacht. Amalekiter stellen sich ihnen gegenüber, sagen, hier geht es nicht weiter. Und dann hatte Josua mit diesen vor ein paar Tagen noch Sklaven gewesenen Leuten, die mit irgendwelchem Handwerkzeug da kamen, zu kämpfen gegen diese gewaltige Heeresmacht. Und das war die Story, wo Mose oben, Klammer auf, wahrscheinlich unentdeckt, Klammer zu, auf dem Berg gesessen hat und in Fürbitte eingetreten ist. Und wenn er die Arme hoch hatte, haben die gewonnen. Und wenn er die Arme gesunken hat, wenn ihm die Arme runtersanken, dann hat der Feind gewonnen. Komische Story, ne? Und dann kamen Aaron und Hur und die haben ihm die Hände hochgehalten. Und dadurch wurde der Sieg errungen. Eine Sache, die über Fürbitte, über parallel laufende Fürbitte zur real stattfindenden Schlacht stattfand. Das Interessante daran ist, danach, als der Sieg errungen war, hat Mose einen Altar gebaut. Und er nannte diesen Altar Yahweh Nissi, der Herr mein Feldzeichen, beziehungsweise der Herr mein Banner. Und zu Yahweh Nissi, beziehungsweise Nissi, werde ich hinterher noch was sagen. Komplett andere Story ist die Sache, wo sie Jericho eingenommen haben. Ja? Das war im Grunde genommen, wenn du es dir überlegst, war das ziemlich kompliziert.
Die waren mit ihrem Heerlager auch kilometerweit weg. Das war richtig durch die Hitze latschen, was die da machen mussten, die ganze Woche lang. Ne? Und im Grunde genommen war es eine komische, fast unsinnige Anordnung. Es ging um Gehorsam gegen jede Logik. Die mussten das tun, was Gott gesagt hatte. Und Schofareinsatz. Das war das, was man daraus lesen könnte. Andere Story ist Gideon gegen die Midianiter. Ja, da musste die Truppe, ich sag mal, eingedampft werden. Ne, bis es hinterher nur noch 300 waren, das war weniger als 1% von dem, was Gideon vorher hatte. Und das erschien ihm schon wenig. Ja, eine winzige Truppe, aber voller Schlagkraft, voller Bereitschaft, vorwärts zu gehen. Und die hatten keine Waffen, sondern die hatten geistliche Waffen. Nämlich die hatten einen Tonpott, eine Fackel und einen Schofar. Und damit haben die das Heerlager des Feindes im Grunde genommen in Schutt und Asche gelegt. Die Feinde haben sich alle gegenseitig umgebracht. Auch hier ging es um Gehorsam. Auch hier ging es um diese Hingabe, um diese Bereitschaft. Und nur ein paar Leute, ja, die sich da eins waren. Gegen jede Logik. Du liest kein Wort von irgendwie prophetischem Wort, was da kam, oder irgendwie mit Lobpreis vorangehen oder sonst was, oder das ganze Volk und alle Mann. Gar nichts. Völlig andere Story. Ne? Aber ein gewaltiger Sieg. Jonathan und sein Waffenträger hatten wir vorhin schon mal erzählt. Ja? Das waren zwei. Jonathan hatte irgendwann die Faxen dicke, weil sein werter Vater Saul mit seinen Ratgebern ständig da gesessen hat und irgendwas palabert hat, während der Feind im Land rumgezogen ist und richtig Schaden angerichtet hat, richtig Terror gemacht hat. Irgendwann ist er mit seinem Waffenträger einfach losgezogen, alleine, partisanenmäßig zu zweit in den Kampf. Und er hat seinen Vater nicht informiert. Ja? Er hatte einfach die Faxen dicke. Ne? Er hatte das Warten satt. Da ging es um Hingabe, um Mut und um Ungehorsam gegenüber der Leiterschaft. So, was war hier entscheidend für den Sieg? Dann natürlich die Story mit David gegen Goliath. Ja, David war im Prinzip, hatte ja keine Waffen in dem Sinne, der hatte die Schleuder. Das war keine Waffe. Der war im gewissen Sinne unbewaffnet. Er war ungeschützt, weil er keine Rüstung anhatte. Er war allein. Ne? Aber er war empört über das, was dieser, wie er sagt, unbeschnittene Philister da sagt. Er hat für Gott gekämpft und er hat diesen Feind erledigt. Erst mit der Schleuder ihn so getroffen, dass der erstmal ohnmächtig zu Boden stürzte und ihm dann mit dessen eigenen Schwert den Kopf abgeschlagen. Ein Mut. Da siehst du überhaupt nichts von irgendwelchen anderen Impulsen, außer dass der empört war, dass der gesagt hat, was geht denn hier ab? Das darf doch nicht wahr sein, der lästert, mein Gott, das lasse ich nicht zu. Wo die anderen wochenlang rumgestanden haben und geglotzt haben. Denn es heißt, dass das über Wochen ging, dass der Goliath den Gott Israels Hohn gesprochen hat. Ne? Und so weiter. Ganz unterschiedliche Sachen. Oft hat David es so gehabt, dass er Gott befragt hat und Gott hat ihm gesagt, mach so, mach so, mach so. Der Gehorsam, die Präzision gegenüber der Anordnung Gottes, das war das, worum es ging. Und genauso geht es auch um uns. Es gibt kein Patentrezept. Ja? Es gibt kein Patentrezept, wie du gegen die Machenschaften des Feindes angehst. Es gibt keine Lösung, wo du sagst, okay, das mache ich immer so, dann ist es okay. Nein, sondern du brauchst in deiner Situation, in der spezifischen Situation, die Strategie des Herrn für dich, geleitet vom Heiligen Geist, aus der Beziehung mit dem Herrn heraus. Und da ist wichtig Gehorsam. Das kann mit Fasten einhergehen. Das kann von mir auch mit Lobpreis einhergehen, Halleluja. Ja, das kann damit einhergehen, dass du bestimmte Dinge tust oder bestimmte Dinge lässt. Denn manchmal macht man ja auch die Tür auf für den Feind, ne? Durch irgendwelche Sünden oder sonst was. Das kann Gehorsam gegenüber einem prophetischen Wort sein oder was auch immer. Du musst deine Strategie vom Herrn bekommen für die Schlacht, in der du stehst. Ja, und das kommt aus der innigen Beziehung zum Herrn heraus. Gut, Halleluja, genau, Amen. Okay, jetzt komme ich zum super Punkt. Wenn wir die Psalmen lesen, also die Psalmen, das ist ja grandios, ne? So viele Menschen haben so einen super guten Zugang zu den Psalmen. Warum eigentlich? Ne, Lieder, die so über den ganz normalen Kämpfen und Situationen des Lebens sprechen. Psalmen, was ist eigentlich los? Ja?
Wenn du die Psalmen dir genauer anschaust, wirst du feststellen, da gibt es eine ganze Reihe von Kriegspsalmen, von Kampfespsalmen, von Rachepsalmen. Und genau die sind für viele Leute ein echter Segen. Und viele Leute, die das lesen, auch Christen, die lesen das und sagen, hey, was hat das denn in der Bibel zu suchen? Da wird der Tod des Feindes, seine völlige Vernichtung, wird von Gott herbeigefleht. Ja, dass Gott kommt und eingreift und diesen Feind vernichtet. Ja, da gibt es Aussagen, die klingen überhaupt nicht nach dem Motto, liebe deine Feinde. Das schiere Gegenteil. Vernichte meine Feinde, steht da. So, und das ist interessant. Und manche Leute fragen sich, hä, wie kann das sein? Wieso steht das so in der Bibel? Kleines Beispiel, Psalm 35. Ich lese dann nur mal so ein paar Auszüge, habe ein paar Verse weggelassen. Psalm 35 von David. Streite, Yahweh, mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die mich bekämpfen. Ergreife Kleinschild und Langschild und steh auf zu meiner Hilfe. Das ist schon kernig, ne? Also der sagt zu Gott, ey, come on, kämpf für mich, sei mit mir, aktiv, zücke den Speer und versperre den Weg gegenüber meinen Verfolgern. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Es sollen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meinem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Unheil ersinnen. Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind. Und der Engel Jahwes stoße sie. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig und der Engel Jahwes verfolge sie. Boah, das ist schon kernig. Da geht es um Feinde. In dem Fall natürliche Feinde. Etwas später heißt es, Verderben komme über ihn, ohne dass er es erkennt. Und sein Netz, das er heimlich gelegt hat, fange ihn. Ins Verderben falle er hinein. Und wieder etwas später, lasst nicht über mich jauchzen, die mir ohne Grund Feind sind, noch mit den Augen zwinkern, die ohne Ursache mich hassen. Denn nicht zum Frieden reden sie, und gegen die Stillen im Lande ersinnen sie Worte des Betrugs. Nicht zum Frieden reden sie, und gegen die Stillen im Lande ersinnen sie Worte des Betrugs. Denkt mal drüber nach, wo das passen könnte. Wir finden solche Aussagen, und manche sind noch deutlich kerniger, in vielen Psalmen. Das ist kein Randthema. Das ist nicht nur mal irgendwo erwähnt. Und damit du es mir glaubst, lese ich es dir mal vor. Psalm 3, 7, 10, 11, 12, 18, 22, 31, 35, 38, 52, 55, 56, 58, 59, 64, 69, 70, 83, 94, 100, 900, 18, 120, 140, 142. Das ist noch nicht alles. Aber das sind Aussagen, wo man sowas in der Richtung findet. Wie gesagt, manche noch deutlicher. Ja, lesen wir Psalm 58. So, es ist kein kleines Randthema. Es ist ein Thema, wo es darum geht, hey, da ist ein realer Kampf, ein realer Feind, der mir im realen Leben gegenübersteht, von David oder von den Leuten, die die Psalme geschrieben haben. Und der trachtet mir nach meinem Leben. Und ich muss gegen ihn kämpfen. Und das muss ich mit Gott irgendwie hier regeln. Das hat er geschrieben. Das ist das, was er erlebt hat. Psalm 58, Vers 7 bis 9. Zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihrem Maul. Sie sollen zergehen wie Wasser, das verrinnt. Wie die Schnecke zerschmelzend dahingeht. Ja, das finde ich natürlich stark, ne? Also wenn du mal so eine Nacktschnecke in der Sonne irgendwo vertrocknet, ne? So, zerschmelzend dahingeht. Psalm 59, Vers 14. Vertilge im Zorn. Vertilge, dass sie nicht mehr sind. So, und die Psalmen sind, wenn du genau guckst, eigentlich ziemlich gestopft voll mit solchem kriegerischen Vokabular. Das sind Emotionen, die da geschrieben sind von David. Emotionen, die aus dem persönlichen Leben, aus dem persönlichen Kampf herauskommen. Ja, er hat dem Feind Auge in Auge gegenüber, ne, im Zweikampf. So, und David ist eine prophetische Person.
Es ging nicht um Spiel. Es ging nicht um eine theologisch abgehobene, philosophische Diskussion, die du irgendwo am Tisch führst, ja, so, ja, ohne dass da irgendwas ist. Nein, archaisch. Hier ging es um Blut, hier ging es um Leben, hier ging es um Tod, hier ging es um Kampf. Ne? Da gab es keinen dazwischen. Da gab es keine friedliche Koexistenz, da gab es keine politische Lösung, schon gar nicht politische Korrektheit. Nein, das war ein Kriegsmann. Gott war ein Kriegsmann, David war ein Kriegsmann. Übrigens sagt die Bibel auch, Gott ist ein Kriegsmann. Jahwe ist ein Kriegsmann, heißt es in der Bibel. Mhm. Sehr cool. Ne? So, David war ein Kriegsmann. Und Gott hat ihm sogar verboten, den Tempel zu bauen, weil er sagt, in deinen Händen ist zu viel Blut. Das war damals im Natürlichen. Ne? Diese Lieder, die Psalmen, sind voller Emotionen und genau das kommt rüber. Da sind markige Aussagen drin, die kommen rüber, die kommen direkt zur Sache. Die sprechen unser Herz an, weil es sein Herz ausdrückt. Ja? Das, was er erlebt hat, das, was er wirklich real empfunden hat. Und deshalb spricht uns das an, deshalb gibt uns das Trost und Zuspruch und Hilfe und Ausrichtung, weil die Message von Herz zu Herz geht. Vielleicht ist dein Gegner eben nicht irgendein Feind, der mit dem Schwert auf dich zukommt, sondern die Krankheit oder die Arbeitslosigkeit oder die Armut oder die Schwäche, ja? Oder irgendwas, dass dein Kind in Not ist oder in Bindung oder sonst was ist. Aber du hast Gegner, du hast Feinde und die musst du attackieren im Geist. Im Geist, nicht im Natürlichen. Psalm 22, Vers 13. Viele Stiere haben mich umgeben. Starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. So empfindet er das. Und genau so schreibt er das. Er sagt, ich bin umrundet von Problemen. Ich bin umrundet von Dingen, die mich vernichten wollen, die mich zerstören wollen. Hey, ich will dir was sagen. Es gibt Unternehmer, die durch diese Corona-Maßnahmen exakt sich in dieser Situation befinden. Ja, die sagen, was mache ich? Was mache ich? Ich hab Verantwortung. Ich habe Mitarbeiter. Ich muss mich für die kümmern. Ich muss um die Familien kümmern. Ich muss sehen, wie ich das hier weitergehe. Hier passiert gerade ein Zusammenbruch. Und der erlebt exakt das. Ja? Oder jemand, der von mir aus in Mobbing steckt. Ja? Wo Leute ihn mobben. Der erlebt sowas. Ja? Die sind um ihn herum. Ne? Die haben ihn umzingelt. Übeltäter. Und. Das ist nicht irgendwas Abgehobenes. Das erleben Menschen heute. Also ich kenne das. Ja? Wenn du es nicht kennst, preis den Herrn. Aber es gibt Leute, die erkennen das. Gut, das war alles David oder andere Psalmschreiber im Alten Bund. Ich habe gesagt, im Alten Bund haben wir das im Natürlichen. Realer Feind, der mit einer realen Waffe mir nach dem realen Leben trachtet. So nach dem Motto, er oder ich. Okay. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, in dem wir uns befinden, ist die Sache etwas anders. Ne? Denn das, was damals im Natürlichen lief, läuft jetzt im Geistlichen. Es passiert im Geistlichen. Ja? Das Volk Gottes im Alten Bund war dem natürlichen Feind gegenüber. Das Volk Gottes im Neuen Bund ist dem geistlichen Feind gegenüber. Deshalb auch. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eine Ebene höher. Ne? So, und wir müssen verstehen, dass diese Aussagen, siehe die Psalmen, heute genauso für uns gelten. Nur eben im Geistlichen, nicht im Natürlichen. Ja? Aber sie gelten genauso für uns. Wir haben nämlich genau solche geistlichen Gegner. Wir haben genau solche Feinde. Der ist genauso erbarmungslos wie zu Davids Zeiten. Und wir müssen mit der genau gleichen Entschlossenheit vorwärts gehen, um ihn zu bekämpfen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird er uns überwinden. Wie es auch schon im Alten Testament war. Ja? Er wird uns in die Defensive treiben, er wird uns berauben und er wird uns irgendwann zu Fall bringen. Oder aber wir kämpfen. Siehe Schammer mit seinem Linsenfeld.
Du musst wissen, der Kampf ist nicht weniger real, weil er auf der geistlichen Ebene ist. Er ist exakt genauso real. Er ist nicht weniger lebensbedrohlich. Er ist nicht weniger gefährlich. Nein, er ist genauso gefährlich und er ist genauso lebensbedrohlich. Der Kampf findet lediglich auf einer anderen Ebene statt, auf einem anderen Level. Aber es ist der gleiche Kampf. Es ist der gleiche Kampf. Es ist der Kampf, der dir und mir verordnet ist, wie es die Bibel so schön sagt. Und das ist das Geheimnis, warum die Psalmen für viele von uns so zu den Herzen sprechen. Weil diese Emotion, auch wenn sie damals im Natürlichen war und wir das heute im Geistlichen erleben, genau das ist, was uns trifft. Es ist der Kampf des überaus gerissenen, erbarmungslosen, durchtriebenen, boshaften Feindes, der gegen das Volk Gottes steht, im Alten Bund und im Neuen Bund, der gegen die Absichten Gottes steht, der gegen sein Wort steht, der gegen die Wahrheit steht, der gegen letztlich gegen die ganze Schöpfung steht, ja, gegen Gott selbst. Es ist der Kampf gegen den Feind. Es ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und weißt du was? Genau das sehen wir heute, wenn wir uns umschauen. Genau das erleben wir heute. In diesem Kampf sind wir drin und wir sind in eine neue Phase hineingetreten, seit etlichen Monaten. Der Feind hat es auf uns abgesehen. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So, der Herr gibt dir Leben und er gibt es dir im Überfluss. Und der Feind als Dieb, als Lügner kommt, zu schlachten, dir das zu stehlen, dir wegzunehmen. Und wenn er es dir nicht wegnehmen kann, es zu versauen, zu verderben, zu verhunzen. Und weißt du was? Exakt das erleben wir als Christen. Exakt das erleben wir. Der Feind kommt, um zu stehlen, also uns das wegzunehmen, was wir an Segnungen haben. Er kommt, um zu schlachten. Also zu töten, zu vernichten, ja? Und er kommt zu verderben. Überleg mal, vielleicht in deinem Leben oder im Leben von deiner Familie, was da so an diesen Raubzügen des Feindes gekommen ist, wo er verdorben hat, geschlachtet hat oder gestohlen hat, geraubt hat. Ich glaube, da gibt es einiges, an was du dich erinnern kannst. Weißt du, das Schlachtfeld hat sich verlagert. Aber die Schlacht ist nach wie vor geblieben. Wir haben diesem Feind zu widerstehen. Und ich möchte ein kleines Thema mal da ein bisschen was zu sagen. Und zwar ist das die Schlacht in unseren Gedanken. Weißt du, eines unserer Hauptschlachtfelder ist ja unsere Gedankenwelt. Es gibt viele. Es gibt beispielsweise das Schlachtfeld von Krankheit, das Schlachtfeld von Mangel, das Schlachtfeld von Armut, ja, irgendwelche Schlachtfelder, das Schlachtfeld von Bindungen, von Blockaden, von Hexerei und Flüchen. Es gibt x verschiedene Schlachtfelder, aber eines der wichtigsten und größten sind unsere Gedankenwelt, ja, wo der Feind versucht, dieses Denken zu infiltrieren, weil er weiß, wenn wir falsch denken, hat er uns im Sack. Weil er weiß, wenn wir uns dazu bringen kann, dass wir sagen, das Beste ist, sich wegzuducken, sind wir keine Gefahr. Im Grunde genommen hat er uns im Sack. Ne? Gut. Unter diesem Gesichtspunkt Gedankenwelt kannst du mal die Psalmen lesen. Das ist sagenhaft, welche verblüffende Tiefe und Aussagekraft die dann haben. Ich möchte das mal so erklären. Es gibt etliche Bibelstellen, die sprechen davon, dass der Feind Pfeile schießt. Beispielsweise auch im Psalm 91. Ne? Der Feind schießt Pfeile, um die Gottesfürchtigen zu treffen. Und diese Pfeile kommen unerwartet. Die kommen aus dem Dunkeln heraus. Die ahnst du nicht. Auf einmal, zack, treffen sie dich. Ja? Sozusagen aus heiterem Himmel kommen sie angeflogen. Aus heiterem Himmel sind sie da. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Beispielsweise blasphemische Gedanken oder Gedanken, was weiß ich, sich vor den Zug zu schmeißen oder sich umzubringen. Irgendwelche Gedanken, komische Gedanken, blöde Gedanken. Ja? Das sind solche Pfeile. Und viele Leute wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber als Kinder Gottes sollen wir gegen diese Art von Pfeilen, unter anderem durch unsere Rüstung, die wir haben, ne, geschützt sein.
Aber dazu müssen wir auch aktiv diese Rüstung tragen. Und das haben wir dann, wenn wir im Kampf stehen. Denn wenn wir nicht kämpfen, brauchen wir keine Rüstung. Aha. Und wenn du keine Rüstung hast, bist du nicht geschützt. Du trägst die Rüstung ja nicht zur Dekoration und damit du doll aussiehst. Die ist für den Kampf. Wer nicht kämpft, hat keine Rüstung. Ganz einfach. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Psalm 37, Vers 14. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen, den Elenden und Armen hinzuschlachten, die aufrichtig wandeln. Oha, kennen wir doch von gerade eben, ne? So, das heißt, hier gibt es Gottlose, die haben ein Schwert und einen Bogen. Und den haben sie gespannt und den schießen sie ab. Und sie wollen die Elenden und Armen, die Gottesfürchtigen, hinschlachten. Die aufrichtig wandeln, sollen vernichtet werden. Psalm 64, Vers 4. Die ihre Zunge gleich einem Schwert geschärft, bitteres Wort als ihren Pfeil angelegt haben. Ah ja, jetzt wird die Sache langsam klarer. Die Pfeile sind Worte, sind irgendwelche Dinge, die gesprochen werden. Ja? Bitteres Wort als ein Pfeil, der abgeschossen wird. Ein Fluch beispielsweise oder ein negativer, zerstörerischer Gedanke. Irgendein Dreck, den der Feind dir einflüstert. Worte des Feindes, die man dann beispielsweise glaubt. Genau das sind diese Pfeile, die einen getroffen haben. Psalm 64, Vers 5. Um im Versteck, also da, wo das nicht gesehen wird, auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Hey, das geht also darum, auf das Herz, auf das Denken, auf den ganzen Menschen diese Pfeile abzuschießen. Und das ist das, was der Feind versucht. Er versucht uns mehr oder weniger kontinuierlich mit negativen Gedanken, zerstörerischen Gedanken zu bombardieren. Gedanken des Aufgebens, Gedanken der Sinnlosigkeit, Gedanken der Depression, der Frust und was nicht alles. Ja? Negative Gedanken. Wenn wir denen nachhängen, wenn wir denen Raum geben, wenn wir uns damit beschäftigen, im Grunde genommen hast du schon verloren. Stellst dir vor wie vergiftete Pfeile. Pfeile, die dich irgendwo treffen. Und die tun dann ihr Gift in deinen Körper hineingeben. Ja, ein lähmendes, zersetzendes Nervengift, was dich falsch denken lässt. Ein Gift des Unglaubens, der Verzweiflung, des Aufgebens und so weiter. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Du bist gewappnet. Du kannst diesen Pfeil sofort rausreißen, wenn du merkst, dass er kommt. Du brauchst nicht zu denken, oh, jetzt bin ich da mit dem Gift. Du Hilfe, jetzt hat dieses Gift verbreitet sich in meinem ganzen Körper und ach du meine Güte, ich werde jetzt irgendwie in Sorge, Angst und Frustration abstürzen und so weiter. Nein, raus mit dem Ding, wenn du merkst, dass er dich erwischt hat. Ja? Und mit der Wahrheit des Wortes Gottes im Grunde genommen, sage ich mal, die Wunde reinigen. Und das Beste ist natürlich, wenn du die Waffenrüstung anhast, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Wenn du den Helm auf hast, wenn du den Schild hast, wenn du den Brustpanzer anhast und du geschützt bist vor diesen Pfeilen. Das ist alles sehr wichtig. Du brauchst nicht so zu denken, wie der Feind es dir vorgibt, dass du denken sollst. Du kannst diese vergifteten Pfeile rausreißen. Weißt du, was das Problem von den meisten Menschen ist? Ich spreche nicht von Christen, sondern von Menschen. Die sind es gewohnt, wie ein Huhn, jedes Korn aufzupicken, das ihnen vorgeworfen wird. Das ist ja gerade auch mit den Medien das Problem, ne? Jedes Korn, was ihnen vorgeworfen wird, das picken die auf. So, und da ist das Gift drin. Und das zerstört ihr ganzes Denken. Das bringt sie dahin, so zu denken, wie sie denken. Ja? Und das ist nicht biblisch konform. Deshalb ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wie die Bibel denkt. Und auf unserer Webseite haben wir unter der Rubrik Gebet, was dir wirklich hilft, ist dann eine Unterrubrik. Da haben wir beispielsweise Aussagen, was die Bibel über uns sagt. Was die Bibel an Aussagen über uns spricht. Ja? Was die Bibel an Wahrheiten sagt, die eben genau das Gegenteil von dem sind, was der Feind dir erzählt. Ne? Du schaffst es nie, du bist zu dumm, du bist unfähig, ja? Oder was auch immer, du bist hässlich, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht, das schaffst du nicht und, was alles nicht geht. Ja? Was der Feind dir erzählt. Der Feind will schlachten, verderben und stehlen, beziehungsweise rauben. Du brauchst nicht alles aufzupicken wie ein Huhn. Du brauchst nicht jeden Pfeil in dir stecken zu lassen. Raus damit! Und momentan, in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, ist die größte Geschichte, wie der Feind, also mit, ich würde sagen, Millionen von Pfeilen
auf die Menschheit abschießt, ist Furcht, Sorge, Angst. Furcht, Sorge, Angst. Wir haben ganz zu Anfang darüber gesprochen, diese Selbstmörder. Selbstmörder, Leute, die sich in einer Nacht, in einer Stadt in Deutschland 13 Menschen umbringen. 13. Ja, warum? Wegen dem Druck. Wegen der Einsamkeit. Wegen der Belastung. Weil sie sich für dämonische Gedanken geöffnet haben. Weil sie falsch gedacht haben. Wo werden diese Menschen ihre Ewigkeit verbringen? Reiß die Pfeile aus. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du in so einem Kampf stehst und du merkst, die Pfeile prasseln auf dich ein und der Feind gibt dir da diese Gedanken, die auf dich kommen. Was weiß ich, beispielsweise auch Gedanken von Ehebruch oder sowas. Ja? Oder Pornografie. Oder mach doch mal das jetzt, mach doch mal das jetzt. Machen doch alle irgendwelchen Dreck. Dann frag dich, was, drei Fragen. Was lasse ich da eigentlich an mich ran? Was denke ich da eigentlich gerade? Was passiert da gerade? Ne? Zweitens, wieso erlaube ich, dass das nach meinem Herzen greifen kann? Wieso gestatte ich, dass ich das denke? Was passiert hier? Warum gestatte ich das, dass ich mich damit beschäftige? Und dann drittens, warum kämpfe ich jetzt nicht dagegen an? Warum kämpfe ich nicht dagegen an? Vor wenigen Tagen ist wieder einer der bekanntesten Pastoren der Welt gefallen. Über eine erbärmliche Sexaffäre. Und weißt du was? Es hat angefangen mit einem Gedanken. Es hat mit einem einzigen Gedanken angefangen. Einem Pfeil des Feindes, der gesessen hat und den er nicht rausgerissen hat. Und dann ging das weiter und weiter und weiter und weiter. Vielleicht ist der Pfeil vor 20 Jahren abgeschossen worden. Der Feind kann warten. Aber du solltest vorsichtig sein. Was immer an falschem, wieder biblischen, wieder göttlichen Denken in dir Raum genommen hat, du musst, und ich sage musst, weil ich weiß, es geht um du musst. Ich sage nicht, du sollst und du kannst und du darfst, sondern du musst. Das ausreißen aus dir. Es muss weg. Es geht um deine Ewigkeit. Es geht um die Siege, die du erreichen willst. Es geht darum, dass du nicht vom Feind überwältigt wirst. Und deshalb schreibt Paulus, der sich sehr mit dieser ganzen Thematik, mit dem Denken beschäftigt hat, in 2. Korinther 10, Abvers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das hatten wir ja schon, ne? Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, obwohl wir Fleisch sind. Denn unsere Waffen, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Das hatten wir. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier geht es um Vernünfteleien, Vernunft, um Denken, um irgendwelche komischen Sachen. Hier geht es um Gedanken. Das ist genau der Punkt, von dem er hier spricht. Das ist genau das, worum es hier geht. Er kannte diesen Kampf. Ja? So, und das Schwert, sagt uns die Bibel, ist das Wort. Das Schwert ist die Angriffswaffe. Das Schwert ist das Wort Gottes. Das Schwert ist das Wort, was wir aussprechen, was wir im Mund haben, was wir proklamieren. Und das ist so wichtig. Achte auf deine Worte. Achte, was du sagst. Achte, was du aussprichst über dir. Achte drauf, was du über dir, über deinen Kindern, über deine Situation aussprichst. Gerade wenn du in Angst, Furcht, Sorge oder sonst was bist. Achte auf deine Worte. Deine Worte haben kreative Macht und sie können oder werden Realität werden. Sprich das Richtige aus. Wie gesagt, schau auf unserer Webseite unter Was dir wirklich hilft. Da findest du Aussagen, die sich lohnen auszusprechen, weil es biblische Wahrheiten sind. Ja, das Schwert unsere Waffe, das Schwert unsere Angriffswaffe. Ich habe vor kurzem etwas gehört, da habe ich auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja? Manchen Frommen ist das schon zu kämpferisch, dass du überhaupt ein Schwert hast. Das ist denen schon zu kämpferisch. Und da hat mir jemand erzählt, hat mir berichtet, der Pastor hat gesagt, römische Soldaten, die hatten eigentlich ganz, ganz kurze, kleine Schwerter.
waren keine großen Schwerter, so wie wir uns das vorstellen. Nein, das waren ganz kurze, kleine Schwerter. Und der Pastor hat gesagt, das war eigentlich mehr wie so ein Küchenmesser. Da haben die auch ihr Brot mitgeschnitten. Aha, interessant. Hab drüber nachgedacht, fand ich, das ist gut. Die Römer haben mit Küchenmessern die ganze damalige Welt erobert und jahrhundertelang beherrscht. Hey, das muss man denen erstmal nachmachen. Das ist klasse. Verstehst du? Manche Leute reden sich irgendwas rein. Es ist unsere Waffe. Das Wort, das Schwert. Es geht nicht um eine Pimpelsache. Paulus sagt, es ist mächtig. Die Waffen sind mächtig, aber in der geistlichen Dimension. Also nochmal, es geht nicht um einen natürlichen Kampf, sondern es geht um einen geistlichen Kampf gegen geistliche Kräfte, nicht gegen natürliche Menschen. Aber gleichzeitig musst du wissen, es gibt keine entmilitarisierte Zone, es gibt keine Grauzone, es gibt keine friedliche Koexistenz, es gibt keinen Nicht-Angriffspakt mit dem Feind. Alles, wo der versucht, dich da reinzubringen, ist eine glatte Lüge. Wenn du nicht gegen den Feind stehst, wenn du ihm nicht widerstehst, wenn du nicht gegen ihn kämpfst, wirst du irgendwann mit ihm laufen. Das ist die Wahrheit. Also sei sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt, wenn du es bis hierhin uns gefolgt bist, möchte ich jetzt einen Aufruf machen. Und zwar dich unserer kleinen Gotteshaus-Gebetsarmee anzuschließen. Und das sind die Nissi-Beter. Vielleicht hast du schon davon gehört. Nissi-Beter. Ich hatte vorhin über Nissi gesprochen. Jahwe Nissi, der Herr mein Feldzeichen. Das war der Sieg, den das Volk erobert hatte. Josua unten im Natürlichen gekämpft. Und Mose war oben auf dem Berg mit Aaron und Hur und hat in Fürbitte die eigentliche Schlacht geschlagen. Und der Herr hat uns gesagt, dass wir Beter um uns sammeln sollen, die in dieser Art und Weise helfen, ich sag mal, auf der Höhe, im Geist, die Schlachten, die im Natürlichen zu kämpfen sind, zu schlagen. Nissi-Beter, der Herr, mein Feldzeichen. So, das ist eine, jetzt pass genau auf, wenn dich das interessiert. Es ist eine kleine Gruppe von Betern, von Fürbittern. Das sind Leute, die Zeit investieren können. Und es sind Leute, die bereits wissen, wie man kämpferisch im Gebet für bestimmte Anliegen vorangeht. Die wissen das bereits. Die haben Erfahrung darin. Und es ist etwas, was ich von so anderen Gebetsbewegungen und Kreisen echt unterscheidet. Weil wir nehmen diese Aussage in Epheser ernst. Wir sagen, hey, diese Mächte und Gewalten und Weltbeherrscher, wir sollen dagegen ankämpfen, also tun wir es. Wir bewegen uns also mit diesen Nissi-Betern in diesem Bereich, wo wir reingehen wollen. So, wenn du jetzt sagst, das wäre was für mich, aber du bist schon in irgendeiner anderen Gebetsbewegung, dann weißt du was? Dann würde ich sagen, es ist besser, wenn du da bleibst. Wenn du sagst, das ist mein Platz, ich bin da aktiv, ich fühle mich wohl, bleib bitte da. Denn ein Soldat kämpft nicht an zwei verschiedenen Einheiten, in zwei verschiedenen Fronten. Er kämpft an einer Einheit. Ja? Und es ist gut, wenn du sagst, okay, hier weiß ich, dass der Herr mich hingestellt hat. Hier bin ich richtig. Und du brauchst nicht irgendwie noch in der zweiten Kampfeinheit aktiv zu werden, weil das vielleicht ganz nett ist. Ne? Sondern du musst wirklich wissen, der Herr hat dich dahin berufen. Denn es geht um geistlichen Kampf. Ja? Und es gibt ganz unterschiedliche Kampfbereiche. Es gibt auch ganz unterschiedliche Sachen. Weißt du, manche Leute kämpfen im Lobpreis. Das ist super, super wichtig und super gut. Aber das ist nicht unser Ding. Ne? Wir glauben, dass der Herr uns und ein Team beruft, von dieser Mose-Position, sage ich aus, von der hohen Position im Geist zu beten, auf dem Level, um eben die Dinge, die dann geschehen, beeinflussen zu können. Und da geht es tatsächlich um Gebet für unsere Nation oder für darüber hinaus die deutschsprachigen Nationen, für Europa. Es geht auch, möchte ich ganz klar sagen, um unsere Rechte, unsere Freiheit, unseren Glauben und so weiter. Und da wollen wir dafür stehen, dass das uns nicht weggenommen wird, nicht geschlachtet wird und auch nicht verdorben wird. Das ist etwas, was wir da wirklich ernst nehmen. Pass auf, es geht wirklich nicht darum zu lernen, wie man im Geist oder in Autorität betet. Es geht nicht darum, was zu lernen.
Das ist eine Armee, die im Kampf ist. Ja? Es geht nicht darum zu lernen, wie man Dinge löst oder bindet. Ja? Es geht auch nicht darum, stille zu sein oder um Einheit für den Leib Christi zu beten oder für den Regierenden Segen zu erbitten oder Ähnliches. Das mag alles gut sein. Dafür gibt es Dienste und Bewegungen, die das machen. Das ist alles super. Aber wir haben einen spezifischen Auftrag, ja, nämlich konkret gezielten Kampf gegen die widergöttlichen Mächte, die Millionen von Menschen in unseren Ländern ins Verderben ziehen wollen, dafür zu kämpfen. So, und wenn dich das ansprichst, dann kannst du uns anschreiben, dann kriegst du eine kleine Info dazu und dann musst du darüber beten, ob das für dich passt und dann gucken wir, wie der Prozess weitergeht. Aber nicht um zu lernen, sondern um zu kämpfen. Und du musst auch wirklich überlegen, ob das passt. Ob es wirklich, wirklich passt. Denn hat auch natürlich eine gewisse Gefahr in sich. Ja? Das möchte ich auch an der Stelle sagen. Man muss wissen, auf welches Kampffeld man sich hier begibt. Gut, das wollte ich einfach an der Stelle einfügen. Wir haben schon einen ganzen Schwung, Nisi Beta. Wir haben vor 2,5 Monaten oder so begonnen und wir sind sehr happy, läuft gut, aber wie gesagt, vielleicht spricht es sich ja an. Okay, und jetzt möchte ich noch, da komme ich ganz, ganz langsam schon zum Schluss, einfach mal so zwei Psalmen mir rauspicken. Ja, ich habe gesagt, die Psalmen, oft so kriegerisch, oft so kämpferisch, und da habe ich mir zwei rausgeholt, die sind jetzt nicht ganz so ganz aggressiv, aber trotzdem so, dass sie sehr gut zu uns sprechen und wo man eigentlich viel erklären kann. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal auf Psalm 11 und Psalm 12. Die gehören so ein bisschen zusammen. Ist natürlich von David. Bei Yahweh, Psalm 11, Vers 1, bei Yahweh habe ich mich geborgen. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieh in die Berge wie ein Vogel? Hä? Also er sagt, ich bin geborgen bei meinem Herrn, ich brauche nicht zu fliehen. Die Leute in der Welt, die denken, sie müssen fliehen vor irgendwas. Aber ich weiß, egal was passiert, ich bin geborgen in Gott. Damit fängt es an. Ich bin geborgen in Gott, in Yahweh. Warum sollte ich fliehen? So, und dann geht es weiter. Denn, aha, er sollte fliehen, weil irgendwas droht. Denn, siehe, die Gottlosen spannen den Bogen. Aha, den hatten wir ja schon, ne? Haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Der Feind im Finstern mit Bogen, um zu schießen, um deinen Gedanken oder was auch immer zu infiltrieren. Es ist Kampf. Und der Feind kämpft nicht fair. Er kämpft aus dem Finstern. Aber er kämpft. Und jetzt fragst du dich ja, und um was geht's da? Um was geht's da mit diesem ganzen Kampf? Warum schießt er? Warum macht er das? Was will er eigentlich? Nächster Vers. Wenn die, und das ist eine echt interessante Aussage, dieser Vers. Also wirklich. Vor allen Dingen in unserer Phase heute in unserem Land. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Ich finde das eine dramatische Formulierung. Grundpfeiler. Da werden Grundpfeiler umgerichtet. Moment mal. Der Feind ist im Verborgenen, sagt mir, ich muss fliehen, mich irgendwie verbergen, irgendwie weg, weil er ist gefährlich und im Finstern schießt er Pfeile. Und es geht ihm um was, nämlich er will die Grundpfeiler umreißen. Und David fragt sich, naja, was richtet der Gerechte aus? Was kann man da denn dagegen tun? Was für Grundpfeiler könnten das denn sein? Ich weiß nicht, weil welche Grundpfeiler es bei David ging, aber heute beispielsweise die Demokratie, christliche Werte, das Rechtssystem, das gesellschaftliche Miteinander, sind das Grundpfeiler? Für mich sind das Grundpfeiler. Und der Psalm sagt, die sollen umgerissen werden. Was kann der Gottesfürchtige dafür tun? Was kann der Gerechte tun? Gibt es eine Möglichkeit bei sowas? Der Feind plant, die Grundpfeiler umzureißen.
An der Stelle ein anderes Wort aus einem anderen Psalm. Psalm 58, Abvers 2 bis 4, um das zu erläutern. Da heißt es: Sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen? Richtet ihr in Gerechtigkeit die Menschenkinder? Nein. Mutwillig tut ihr Unrecht im Lande und eure Hände treiben Frevel. Die Gottlosen sind abtrünnig vom Mutterschoß an. Die Lügner gehen irre vom Mutterleib an. Lüge ist das, worin der Teufel sich kleidete. Er ist der Vater der Lüge. Und Lüge ist das, in das sich viele, viele Menschen kleiden. Die legen es an wie einen Mantel, den Mantel der Lüge. Aber weißt du was? Gott sieht es. Es ist ihm nicht verborgen. Er ist nicht überrascht. Er ist nicht irgendwie verblüfft. Er ist nicht überwältigt. Er sieht das. Er kennt die Pläne. Er kennt die Absichten. Er weiß es absolut. Und jetzt wieder zurück zu Psalm 11. Jahwe ist in seinem heiligen Palast. Jahwe, in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen. Seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Oha, Gott prüft die Menschen. Er prüft die einen und er prüft die anderen. Er prüft auch uns. Er prüft, wie verhaltet ihr euch denn jetzt? Was ist denn los? Ja? David sagt, ich werde nicht fliehen. Ich bin geborgen im Herrn. Aber was machen andere? Werden sie sich fliehen? Decken sie sich weg? Ja? Stecken den Kopf in den Sand? Heulen die mit den Wölfen? Sind die angepasst? Sind die schweigend? Oder anders? Sind sie kämpferisch? Oder suchen sie ihn? Gehen sie mit ihm voran? Setzen sie auf ihn ihr Vertrauen, wie David? Oder vielleicht auch, sind sie rebellisch? Sind sie so, dass sie andere verfluchen? Sind sie aggressiv? Was passiert hier? Wie gehen die Leute miteinander um? Was passiert hier mit denen, die attackiert werden? Und den Gerechten? Und denen, die eben nicht gerecht sind, die boshaft sind, die eben hier diese Gewalttätigen sind. Gott prüft alle. Nächster Vers. Jahwe prüft den Gerechten. Aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Gewalttat, was für ein interessantes Wort. Gewalttat. In Deutschland haben wir ja Gewaltenteilung. Da kommt das Wort vor, ne? Gewalt, Gewalt, Polizeigewalt. Wenn man die Leute mit Gewalt etwas zwingt zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Mit einer brutalen Gewalt. Wer Gewalttat liebt. Interessante Formulierung. Und dann kommt die Folge davon. Und dann kommt die Folge davon. Von denen, die eben Böses planen, von denen, die eben hier diese Grundfesten umstürzen wollen, von denen, die Gewalttat lieben, dann heißt es, und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz zu Anfang Sigrid in ihren ersten Worten gesagt hat, er lässt Schlingen, was für ein interessantes Wort, Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Das heißt, Gott greift ein. Gott greift ein. Und was immer diese Schlingen sein mögen, wo sie sich in ihren eigenen Fallen oder was fangen oder was, Bindung, ja, es fällt auf sie. Und ich meine, Feuer und Schwefel vom Himmel regnen, das ist das wie bei Sodom und Gomorra. Gott greift ein. Gegenüber den Gewalttätigen, gegenüber denen, die Böses tun, gegenüber denen, die Übles planen. Er greift ein. Denn, nächster Vers, gerecht ist Jahwe. Gerechte Taten liebt er. Aufrichtige schauen sein Angesicht. Das heißt, das Böse wird Konsequenzen haben. Wir sollen auf gar keinen Fall, und das ist ein ernstes Wort, auf der Seite stehen, die das Böse, was passiert, gut heißen. Vorsicht! Ganz wichtige Bibelstelle. Jesaja 5, Vers 20. Schreib's dir auf. Jesaja 5, Vers 20. Weh! Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Die aus sauer süß und aus süß sauer machen.
Es ist eine Gefahr darin, dass Christen, warum auch immer, weil die Welt es ihnen vorgibt, Böses gut nennen. Ich hatte vorhin schon gesagt, Vorsicht, es ist Sünde. Der Bibelvers hier sagt, wehe denen. Tu es nicht. Wenn du zum Volk Gottes gehörst, gibt es Maßstäbe, wo du weißt, das ist gut und das ist böse. Und du darfst es nicht vermischen. Dann geht's weiter. Der nächste Psalm, Psalm 12. Natürlich auch von David. Rette Yahweh, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten. Mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Das fand ich auch interessant. Mit glatter Lippe und doppeltem Herzen reden sie. Das klingt für mich nach Manipulation, nach Propaganda, ein bisschen auch nach Diplomatie. Man verkauft irgendwelche Absichten, beispielsweise böse Absichten, indem man die mit guten Worten einpackt. Und die verkauft man dem Ahnungslosen. Und sagt, das ist was ganz was Tolles. Und der Ahnungslose nimmt es. Beispielsweise Gesetze, die einfach so verkauft werden. Schöner Titel drumherum, bisschen eingepackt. Und was drin ist, ist genau das, was gegen die Absichten und die Pläne Gottes steht. Auch gehört dann natürlich dieser ganze Bereich Denunzination dazu, der ja so auf einmal staatlich gewünscht ist. Ganz üble Geschichte. Ganz üble Geschichte. Nimm dich in Acht vor Leuten, die dem Feind in diese Falle gehen. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Ich sage es dir. Psalm 55, Vers 2. Glatter als weiche Butter ist sein Mund und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. So ist das. Da wird irgendwas Tolles erzählt, aber was dahinter steckt, ist eine ganz andere Absicht. Psalm 55, Vers 22. Oder nochmal hier Jeremia 9, Abvers 2, da geht es wieder um den Bogen. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen. Im Lügen und nicht in der Wahrheit. Und sie sind stark im Land. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht Yahweh. Hütet euch, ein jeder vor seinem Freund, und setzt auf keinen Bruder Vertrauen. Das ist Denunzination. Dann geht es weiter im Psalm 12. Yahweh möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet, die da sagen, dank unserer Zunge sind wir überleben, legen, unsere Lippen sind mit uns. Wer ist unser Herr? Also Leute, die Befehle erlassen, die Anordnung erlassen, die Worte erlassen, die mit der Zunge was machen, die deklarieren, ja, die irgendwas machen. Und die keinen Herrn über sich akzeptieren. Dann geht es weiter. Wegen der gewalttätigen Behandlung. Das hatten wir doch vorhin schon mal mit der Gewalt. Ha? Wer Gewalttat liebt, hieß es in Psalm 11. Und hier im Psalm 12 heißt es, wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht Yahweh. Ich will in Sicherheit stellen, den gegen den man schnaubt. Weißt du, was hier steht, wörtlich, wo es hier heißt, ich will in Sicherheit stellen? Eigentlich steht da, ich will ins Heil stellen. Und das hebräische Wort für Heil ist Jeschua. Ich will in Jeschua stellen. Ich will die Leute in Jeschua hineinbringen, in diesen Schutzbereich, in diese grandiose Gelegenheit. Ich will die Menschen in Jeschua bringen. Moment mal, halt, stopp.
Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen. Hier steht nicht, dass das gottesfürchtige Elende oder gottesfürchtige Arme sind oder Gerechte. Nö, hier steht nur Elende und Arme. Der Herr will die in sein Heil bringen? Was bedeutet das? In der Phase, wo auf der einen Seite der Gewalttätige seine Gewalttat ausübt, sagt auf der anderen Seite der Herr, die Leute, die leiden, die will ich ins Heil ziehen, die will ich in Jeschua bringen. Weißt du, was das heißt? Die führe ich in Erweckung, die ziehe ich zu mir. In dieser Phase, von dieser gewalttätigen Situation, hole ich mir Menschen in Jeschua hinein. Ich bringe mir meine Ernte ein. Das heißt das. Sehr, sehr cool. Und genau das ist das, was die Propheten immer und immer und immer wieder gesagt haben. Die haben gesagt, Schwierigkeiten, Probleme, Zerbruch, Erschütterung und gleichzeitig eine gewaltige Ernte für das Reich Gottes. Hier, das ist doch so cool. Gott greift ein. Und dann endet der Psalm noch mit einer Aussage, die Worte Jahwes sind reine Worte. Silber, am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Du, Jahwe, wirst sie einhalten, wirst ihn behüten vor dieser Generation ewig. Ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern. Ich finde das so interessant. Ich finde das so bemerkenswert. Diese Situation mit dem Kampf, diese Situation mit dem Psalm, die so zu uns sprechen und die du auch, wenn du sie zu lesen verstehst, wo du merkst, dass da prophetische Aussagen drin sind, die für dich und für mich heute ansprechen, die heute für unsere Situation stimmen. Weißt du was? Du kannst diese Psalmen nehmen und du kannst sie über deiner Situation, über deinem Land, über allem, was dich betrifft, aussprechen. Du kannst sie proklamieren, du kannst sie deklarieren, du kannst sie wie eine Waffe, wie ein Schwert gebrauchen. Ja? Das Wort Gottes hat mehr Bestand als Himmel und Erde. Es wird bestehen, wenn hier alles vergangen ist. Das System, in dem wir drinstehen, wird vergehen. Das Wort Gottes wird bleiben. Und wenn wir das Wort Gottes nehmen und proklamieren, gemäß der Bibel, deklarieren, wenn wir diese Sachen aussprechen, wenn wir sagen, Gott wird ausstehen, er wird ins Heil holen, die Elenden, die Armen, die unter der Gewalttat leiden. Hey, das ist die Wahrheit, es ist Wort Gottes. Da kann keine Hölle und kein Feind und kein Nix, kein Niemand, kein Politiker, niemand kann auch nur ansatzweise was dagegen tun. Und das ist etwas, wie wir kämpfen können. Das sind die Schwerter, die wir gebrauchen können, wo wir die in Steine Geist hineingehen. Nicht ja, die du Steine hast, zu vergessen. Du hast mit deinen Steinen rechts und links. Halleluja. Verstehst du? Der Kampf ist nichts Schlechtes. Der Kampf ist nicht irgendwas ganz Entsetzliches, wo wir irgendwie in Bedrängnis und Not sind. Der Kampf ist nicht irgendwas, was so, ach du meine Güte, jetzt muss ich kämpfen und Der Kampf ist uns verordnet. Das heißt, da gibt es einen Auftrag. Ja, ich meine, früher bei den Bundesjugendspielen, das war fürchterlich. Ja, aber hier geht es um was anderes. Ja. Hier geht es wirklich um den Kampf, der uns verordnet ist. Das ist der Kampf für dich. Es ist der Kampf für deine Ehe. Es ist der Kampf für deine Freunde. Es ist der Kampf für deine Kinder. Es ist der Kampf für deine Brüder und Schwestern. Auch die Geistlichen. Es ist der Kampf für deine Gemeinde, für deinen Pastor, für was auch immer. Es ist der Kampf für dein Land. Ja. Es ist ein Kampf, der dir verordnet ist. Wenn du einen Kopf in den Sand steckst und erwartest, dass der Herr hochzufrieden mit dir ist, ich fürchte, du hast ein Problem. Es ist ein Kampf, der zu kämpfen ist. Und nochmals die Aussage, wenn du nicht dem Feind widerstehst, wirst du schon sehr bald mit ihm laufen. Amen. Amen. In dem Zusammenhang, der Herr wird für die aufstehen, die in Bedrängnis sind. Und wie du das gesagt hattest von dem Psalm, die ins Heil kommen sollen. Ja. Das ist eigentlich schon die Ankündigung für nächsten Freitag. Da wollen wir wieder für die Gebetsanliegen beten. Wir wollen dafür einstehen, gemeinsam. Und das Mosekörbchen, das quillt bald über. Ja. Ja, es quillt schon über. Aber du kannst gerne uns die Gebetsanliegen zuschicken. Die Kampfsituationen, in denen du stehst, denen du ausgesetzt bist. Und wir wollen, so wie ich es vorhin mit dem Zeugnis erzählt habe, wir wollen gemeinsam lernen.
im Kampf gegen diese Dinge weiterzugehen, vorwärts zu kommen, mit Steinen zu schmeißen, mit Pfeilen zu schießen, die Rüstung anzuhaben, Schild hoch, Pfeile abzuwehren, die Engel mit uns zusammen kämpfen zu lassen. Und übrigens wollte ich da noch mal sagen, doch, wir können die Engel beauftragen, dass sie an unsere Seite kommen und uns zur Hilfe kommen. So, das ist nicht darüber nur, müsstest du mal eine Lehrstunde nicht halten. Nur der Herr macht alles mit den Engeln, sondern wir haben in der Autorität, die Jesus uns gegeben hat, schon auch diesen Auftrag, dass wir die Engel an unsere Seite bitten können, dass sie uns helfen, die Dinge durchzufechten. Dienstbare Geister. Dienstbare Geister, uns gegeben, an unsere Seite zu kommen. So, und eine amerikanische Gebetsleiterin hatte gesagt, der Kampf ist eröffnet. Und nicht nur der Kampf, sondern es ist Krieg eröffnet. Und zwar Krieg im Geist und im Gebet. Also ein Gebetskrieg ist ausgelöst, ja, jetzt in dieser Zeit, in diesen letzten Monaten. Und wir wollen uns da nicht wegducken. Warte mal, den gab es schon immer, nur ja, der ist auf ein neues Level gekommen. Ja, auf ein neues oder ein anderes. Ja. Oder intensiviert. Ja, es ist schärfer geworden, wir alle merken das ja auch. Wir wollen beten für unsere Kinder, für die Jobs. Viele jugendliche Menschen haben jetzt Ausbildungen abgeschlossen und es findet sich kein Job. Die hängen zu Hause rum, sie sind inaktiv, gehen in Richtung, macht doch alles keinen Sinn und irgendwie. Und du als Mutter oder Vater, du leidest wahrscheinlich darunter, was soll werden? So, das ist dein Kampf, der dir verordnet ist, dass du da reingehst und dass wir diese jungen Menschen mit dem Heil in Christus, dass wir sie da reinbringen. Ja, es ist ein Kampf. Ja. Es ist kein Kampf, wo die in, was weiß ich, Ballerspiele oder Computerspiele oder Internet oder Pornografie absaufen sollen, ja, genau, sondern es ist ein Kampf. Ja. Das ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Ja. Und oft geht es eben dann auch nicht mehr mit Worten, so quasi, du müsstest doch mal, nee, und du solltest doch und so, sondern dieser Kampf wird auf einer anderen Ebene, ja, ausgefochten werden müssen und wir wollen gemeinsam lernen, wir wollen weiterkommen, wir wollen wirklich stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Dass wir die Dinge in Angriff nehmen. Ja, so, wir danken euch jetzt, dass ihr mit uns steht. Ich danke euch so herzlich für die Rückmeldungen, für die Gebete. Ich habe jetzt gelesen, so viele Leute beten für uns, dass wir wirklich da dranbleiben, auch in dem Trainingsplan, den wir hier so verfolgen, dass wir... Wir danken den Leuten, die schon bei dem Nisi-Gebet sind. Wir danken, ja, den Schofa-Leuten und wir danken auch allen, die uns im finanziellen Unterstützen, ja, das spenden. Hier wirklich von ganzem Herzen danke. Ja. Ohne euch und eure Unterstützung wäre es natürlich unmöglich, ja, was wir tun und wie wir vorangehen. Ja. Das ist, da möchte das ich auch noch mal ein Zeugnis sagen. Es kam ein Brief mit einem Geldbetrag für Gottes Haus. Da war keine Adresse drauf, kein Name und nichts. Also wenn du jetzt hier anonym zuhörst, sei von Herzen bedankt. Das ist für uns wirklich sehr wichtig und es ist sehr heilsam für uns, für den Dienst an sich. Und wir danken euch einfach, dass ihr so mit uns da geht und mit uns steht. Es macht wirklich Freude, auch diese ganzen Mails zu lesen, wo wir das hören. Ja, Zeugnisse. Und, ja, so. Deswegen, wir danken euch auch jetzt, dass ihr diese Zeit mit uns gemeinsam hattet. Und lass einfach diese Worte, die du heute gehört hast oder die du auch in den nächsten Tagen noch nachvollziehen kannst, lass sie wirken in dir. Nimm sie mit, wenn du jetzt vielleicht schlafen gehst oder wenn du dich auf die Nacht vorbereitest. Nimm sie mit, dass du betest, Herr, schenke mir Erinnerung an das, was ich gehört habe, was wichtig ist zwischen dir und mir. Dinge, die zu klären sind, ja. Dinge, die einfach
Betonung in deinem Geist gefunden haben. Wisst ihr, man hört bestimmte Dinge einfach zu bestimmten Zeiten. Und der Herr nutzt sie, um uns weiterzubauen, um uns aufzubauen, weiterzubringen, dass wir Kraft am inwendigen Menschen erfahren. Das ist sein Ziel mit uns. Und wir brauchen ganz, ganz dringend diese Kraft. Ja. Eben für den. Und genau dafür wollen wir jetzt noch beten. Genau. Zum Schluss. Yes. Yes. In der Autorität des Namens Jesus Christus spreche ich dir. Dir. Du musst jetzt bereit sein, das zu empfangen, okay? Du musst sagen, ja, ich will das haben, ich empfange das. Ich spreche dir diese Kraft für den Kampf zu. Ich spreche dir zu, dass du die Weisheit des Herrn hörst. Ich spreche dir zu, dass du seine Stimme hörst und weißt, wie du in deiner Situation zu kämpfen hast, wie du zu stehen hast. Ich spreche dir zu, dass du die Stärke bekommst, aus dieser Position des Inaktiven, des Zurücklehnens rauszukommen und einzustehen für das, wo du weißt, dass du dafür einstehen sollst. Ich spreche dir zu, dass du in der Weisheit des Herrn vorangehst und dass du Siege siehst, dass du Siege siehst, dass sie Dinge, die schon über Jahre, vielleicht Jahrzehnte doof aussehen, dass du dranbleibst und dass du Siege siehst. Wir segnen dich. Wir sprechen aus, Dinge werden sich verändern. Wir befinden uns in einer völlig anderen Zeit, auch geistlich. Dinge werden sich verändern. Es kommt eine Dynamik hinein. Wir sprechen aus, du kommst vorwärts mit dem Herrn. Du kommst vorwärts im Glauben. Du kommst vorwärts in deinen Siegen. Du kommst vorwärts mit Familie, mit Job, mit was auch immer ist. Egal wie es aussieht, der Herr wird dich versorgen. Er wird dich erheben. Du spreche aus, es ist Segen da. Ich spreche aus, es ist Klarheit da. Ich spreche aus, es ist Weisheit da. Ich spreche aus, dass die Hand des Herrn auf dir ist und dass sie dich leitet. Wie hier bei David, der sagt, wie war es der Feind? Ich werde mich nicht verstecken, ich werde nicht fliehen, sondern ich weiß, ich bin bei Gott geborgen. Und dieses Wissen, dieses tiefe Wissen der Geborgenheit und gleichzeitig bereit sein zu kämpfen, das spreche ich dir zu. Im Namen Jesus Christus. Yang Wang Ho Wang Tia. To Wang He Yang Wang. Wir sprechen Segen aus. Jetzt über allem Gehörten, über allem Empfangenen, dass du es weiter in uns vertiefst. Herr, ich danke dir für dein ewig gültiges Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt. Und Herr, wir proklamieren, dass dieses Wort zum Leben in jedem Menschenherz erweckt wird. In deinem Herz. Und dass es zur Kraftquelle wird, aus der wir schöpfen. Amen. Herr, ich bete, dass dein Segen uns begleitet in der nächsten Woche. In den Kämpfen, dass du uns Siege schenkst, dass du uns sehen lässt, gegen dich geht, was deine Hand für uns vorbereitet. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, dass du hinter den Kulissen arbeitest, dass du uns wirklich voranbringen willst. Herr, ich danke dir für die Sachen, die du in unseren Weg legst, dass wir sie nehmen können, um voranzukommen. Dass wir nicht ausweichen und zurücklehnen, sondern dass wir weitergehen, aufstehen, vorwärts gehen, unseren Kampf ausfechten und stehen bleiben. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Der Kampf, der dir verordnet ist, soll zu einem Sieg sein, der diesem Kampf folgt. Amen. Amen. Genau. Halleluja. Yes. Blessings. So, nächste Woche Gebet. 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 Schick dein Anliegen. Ja. Du merkst wahrscheinlich, wir beten nicht so, wie unbedingt jetzt jedermann betet, sondern wir beten so, wie wir beten. Und es ist gut, wenn dein Anliegen bei uns ist. Dann, ich habe nächste Woche ein mega cooles Thema. Willst du es sagen? Ja, ich werde mein Thema verraten. Ich spreche über einen der coolsten Typen überhaupt in der Bibel. Ah, und? Nicht, dass du auch darüber sprichst. Hm. Nehemia. Oh. Nehemia. Hier, ich liebe Nehemia. Das ist ein Typ. Klasse. Neben David und Nehemia ist für mich schon herausragend. Kommt so auf der Ebene von Elisa. Na gut. Nehemia, sei gespannt. Nehemia ist cool. Und worüber sprichst du? Wir schauen mal. Ich habe noch nicht drüber gebetet. Der Herr wird dir weisen. Okay, seid gesegnet. Bis nächsten Freitag. Ciao, Blessings. Ciao, ciao. Segen pur.